Was denken Sie? Gibt es Geld, das Ihnen gehört? Na? Nein, Sie irren. Gibt es nicht. Das Geld, welches Sie bisher als Ihr eigenes betrachtet haben, gehört in Wirklichkeit jenen, die es drucken und die dessen Wert bestimmen. Noch genauer betrachtet, gibt es eigentlich überhaupt kein richtiges Geld. Diese Ansicht ist zumindest der Wiener Wirtschaftsprofessor Franz Hörmann. Das verzinste Schuldgeld ist ein Problem. Wir haben Geld, das kein Geld ist, sondern wieder eine Schuld. Und mit einer Schuld kann man eine Schuld nicht zurückzahlen. Also diese lustige Definition, Geld ist die Schuld einer Bank gegenüber einer Nichtbank, ist einfach absurd. So etwas kann man nicht langfristig aufrechterhalten. Und es ist nebenbei gesagt auch überhaupt nirgendwo auf der Welt demokratisch legitimiert. Also was wir hier wirklich haben, ist nicht ein Schuldenproblem, es ist ein Demokratieproblem. Denn Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Und darüber sollten wir eigentlich reden. Nicht? Es handelt sich hier um private Unternehmen, Privatbanken, die das Monopol zur Geldschöpfung aus Luft haben. Durch eine Buchung, Forderung an Verbindlichkeit entsteht Geld. Und das ist eine Zahl, die nichts beschreibt, weil die kleinste Einheit nicht einmal definiert ist. Damit kann man nicht einmal was messen. Nicht? Also das ist ein mittelalterliches Artefakt, das in der heutigen Zeit seinen Sinn verloren hat. Und das nebenbei gesagt auch keinen Wert besitzen, nicht einmal besitzen kann. Denn Zettel und Zahlen im Computer kann ich grenzenlos erfinden. Und genau das passiert. Und genau das ist das Problem. Denn ob Schuldgeld oder nicht, für Zinsen lässt es sich hervorragend. Aus dem Zins, der Wechsel der Zinseszins, und mit dem kann man richtig reich werden. An einem geradezu biblischen Beispiel erklärt uns dies der Börsenprofi Dirk Müller. Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2000 Jahren für seinen Sohn Jesus einen einzigen Eurocent angelegt, so es ihn damals gegeben hätte, und hätte ihn angelegt, sagen wir bei der Volksbank von Judäa, hätte gut verhandelt, Sparbuch, 5% Zinsen. Das ging verloren in den Wirren der Geschichte, und Sie finden das heute, dieses Sparbuch, beim Aufräumen im Keller in Hamburg. Sehen, ach, guck mal, toller Papyrus, Volksbank-Logo drauf oder Sparkasse, ist egal. Gehen morgen am Zinsen der Erste am Schalter und sagen, tragt mir mal die Zinsen nach. Machen wir doch mal Fragen ins Publikum. Was schätzt ihr, was Ihnen jetzt, wenn Sie dieses Sparbuch finden, was Ihnen jetzt für ein Vermögen zur Verfügung stehen würde? Machen wir es kurz. 295 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold. Ja. 88.000 Sonnen, ein paar Monde, je nach Wechselkurs, wie Sie es gerne hätten. Das ist der Zinseszinseffekt, der von uns allen unterschätzt wird, weil der Mensch nicht exponentiell denken kann, nicht im Zinseszins denken kann. Wir können nur linear denken. Und jetzt machen wir die Gegenprobe linear, weil jetzt wird es richtig spannend. Nehmen wir an, der Josef hätte für seinen Sohn Jesus immer die Zinsen abgeholt jedes Jahr. Gleiche Verhandlungen, hätten nur die Zinsen nicht stehen lassen, sondern hätte sie jedes Mal abgeholt und das Kopfkissen gelegt. Und jetzt finden Sie Sparbuch und Kopfkissen. Wie viel steht Ihnen jetzt zur Verfügung? 1 Euro. 1 Euro zu 295 Milliarden Weltkugeln aus Gold ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins. Ja. Während die einen nicht mehr wissen, wohin mit dem vielen Geld, geht die große Mehrheit, auch hier in Deutschland, leer aus. Und das, obwohl die Stimmen einer Mehrheit gegen den Willen einer Minderheit stehen. Da könnte also was faul sein. Wie entschlüpft es doch Horst Seehofer, zu Gast bei Erwin Pelzig. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Dafür hat er garantiert Ärger bekommen. Drum, weil es so schön war. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wie das eben so ist, dass die Leute sich das vor allem in den USA nicht länger gefallen lassen, bereitet den Machern dieses Weltgeldkomplottes durchaus Kopfschmerzen. Umso brutaler lassen Sie die Ordnungsmacht dagegen vorgehen. Nochmals Dirk Müller. In Amerika ist es eine Massenbewegung geworden und die, jetzt wird es richtig erschreckend, massiv mit dem, was eigentlich die Demokratie sein sollte, niedergeknüppelt wird. Die amerikanischen Wall Street Banken haben Millionen gespendet in den letzten Wochen für die New Yorker Polizeibehörde mit dem Hinweis, jetzt wäre ja wohl genug Geld da, um die Banken und das Bankenviertel damit zu schützen. Es werden in Kalifornien werden die Zelte niedergeknüppelt, werden die mit Gummigeschossen zusammengeschossen, friedliche Demonstrationen. Es wird all das, was in den letzten Jahren eingeführt wurde, um angeblich den Terrorismus zu bekämpfen, jetzt umgedreht, um die Bürger zu bekämpfen. Yahoo hat eingeräumt, dass es die gesamten E-Mails, die mit Occupy zusammenhängt bei der Demonstration, vor den Demonstrationen, zurückgehalten hat und hat sich hinterher entschuldigt, es wäre versehentlich im Spamfilter gelandet. Es passiert ein massiver Eingriff gegen das, was wir als urdemokratische Prinzipien verstehen, und das sehen wir in vielen Bereichen. Und wir sehen, dass die Bürger
Ja, die verstehen momentan noch nicht die Zusammenhänge, aber wir auch. Wir aus der Finanzwelt, wir verstehen selbst viele Zusammenhänge nur rudimentär und schlagen uns die Köpfe ein, was der richtige Weg wäre und wo es hingeht, wo die Probleme sind. Die Politik versteht nur einen Bruchteil davon und die Bürger, da sie sich ja sonst mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben, können es kaum verstehen. Also ich darf es denen nicht vorwerfen. Sie werden bewusst seit Jahren dumm gehalten. Es gibt kein Schulfach dafür. Es wird sie nicht aufgeklärt, weil dann kann ich sie auch besser am Bankschalter über den Tisch ziehen. Die sollen nicht verstehen, wie es funktioniert, das Geldsystem, weil sonst hätten wir, wie Ford richtig sagte, die Revolution. Also wir können es dem Bürger jetzt nicht vorwerfen, dass er es nicht versteht und keine klaren Lösungen anbietet. Es ist der Bürger, der am Ende die Politik dazu zwingt, sich wieder zu emanzipieren. Wenn die Piratenpartei jenseits der 10% bekommt, ohne jedes sinnvolle Konzept, wenn die Bürger auf der Straße sind, dann plötzlich wird der Politiker, der bisher gekuschelt hat und bequem hatte, der erwacht plötzlich und sagt, verdammt nochmal, jetzt wird es gefährlich für mich. Ich bin gefährdet auf meinem Stuhl. Nur nochmal zur Erinnerung. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Jemand, der bereits seit Jahren gegen die Macht der Finanzeliten wettert, ist Gregor Gysi. Der Bundesregierung wirft er erbarmungslose Klientelpolitik vor. Und vor allem, und am wichtigsten, er stellt die Systemfrage. Wir haben es mit einer Krise weltweit der Demokratien zu tun, weil wir diktatorisch von den Finanzmärkten beherrscht werden. Die Milliardäre und Superreichen treten jetzt jeden Tag im Rundfunk und im Fernsehen auf und stellen sich immer hin und sagen, wir möchten gerne endlich mal eine Steuer bezahlen. Und dann sagen Sie, Frau Merkel, und Sie, Herr Rösler, ja, wir streichen gerne das Elterngeld von Hartz-IV-Empfangenden. Das haben wir ja schon gemacht. Aber von euch Vermögenden und Millionären wollen wir nicht mal einen halben Cent haben. Wissen Sie, warum die das rufen? Die rufen das doch nicht, weil die plötzlich alle so solidarisch und altruistisch geworden sind und nachts wegen der Armen auf der Erde nicht mehr schlafen können. Also da mag es ja auch eine Handvoll von geben, will ich nie ausschließen. Aber die anderen rufen das, weil sie eins begriffen haben. Es geht um ihre Existenz. Ich sagte, es ist eine Systemfrage.